Estland. Weiße Felder, riesige Fichtenwälder und recht wenig Einwohner. Trotzdem gibt es hier so einige Überraschungen. Oder haben Sie schon davon gehört, dass die Esten Fleisch in der Sauna räuchern und dass dort eine Reflektorpflicht für alle herrscht? Wir stellen Ihnen 5 skurrile Dinge vor, die es so nur in Estland gibt. Los geht's im Norden des Landes. Hier herrschen im Winter regelmäßig starke Minusgrade. Mikkel fährt gerade zu seinem Arbeitsplatz. Der 33-jährige Polizist ist mit einem Messstab und einem Bohrer bewaffnet. Denn Mikkel ist kein gewöhnlicher Ordnungshüter. Wie dick ist es? 28 cm am Rand. Sehr gut, das passt. Mikkel ist Eisstraßenpolizist. Denn das, worauf er und seine Kollegen fahren, ist die zugefrorene Ostsee. Und unser skurriles Ding Nummer 1. Die zugefrorene Ostsee dient als Brücke, auf der Autos vom Festland auf die rund 25 Kilometer entfernten Inseln fahren. Die Eisstraße bietet den Bewohnern viele Vorteile. Man spart Geld, man spart Zeit, man kommt schneller nach Hause und zur Arbeit. Mikkel entscheidet jeden Morgen, ob er die Straße für Autos öffnet. Einmal freigegeben, trägt er die Verantwortung dafür, dass das Eis hält. Die Fahrt auf die Inseln dauert nur circa 10 Minuten, statt einer Stunde mit der Autofähre. Und die Esten haben sichtlich Spaß auf ihrer Straße. Weiter geht's mit dem Nationalsport der Esten. Um Fußball geht's dabei jedoch nicht. Wir treffen den 13-jährigen Erki und seinen 18-jährigen Bruder Uku. Die beiden sind gerade auf dem Weg zu ihrem Trainingsgelände. Einem riesigen Schaukelpark. Das ist Kiking. Die Schaukeln sind schon ziemlich groß. Aber das ist nicht einmal die größte. In Estland haben wir sogar noch viel größere. Wenn man da oben ist, sind es fast 16 Meter über dem Boden. Das ist verrückt. Der Extremsport Kicking, so nennen die Esten ihre Sportart, entstand aus einer langen Tradition und ist definitiv unser zweites skurriles Ding. Das Schaukeln hat hier eine lange Geschichte. Bereits vor hunderten Jahren schaukelten die Esten der Sonne entgegen, um den einen Tag im Jahr zu feiern, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Mittlerweile gibt es im ganzen Land professionelle Vereine und nationale Meisterschaften. In Kiking werden die Rekorde an der Höhe der Schaukel gemessen. Je größer die Schaukel, desto schwieriger der Rundumschlag. Dabei spielt die Anzahl oder die Zeit keine Rolle. Der aktuelle Weltrekord liegt bei einer Schaukellänge von über 7 Metern. Während der Rotation wirken bis zu 3G auf den Körper der Athleten ein. Das ist das Dreifache des eigenen Körpergewichts. Was bei den beiden so einfach aussieht, ist das Ergebnis jahrelangen Trainings. Wenn du da oben stehst, ist dein Hirn leer und du hörst nur der Mannschaft zu. Du stehst einfach nur da und genießt den Moment. Kicking, ein extremer Sport, der auch bei uns in Deutschland inzwischen Nachahmer findet. In Tallinn treffen wir auf die Schmuckdesignerin Joanna. Die Geschäftsfrau hat sich auf ein Produkt spezialisiert, das man bei uns eher im Baumarkt findet. Ich bringe dir ein paar meiner Reflektoren. Vielleicht finden wir einen guten Platz. Ja, definitiv. Designer-Reflektoren also. Die gibt es bei Joanna in verschiedenen Formen zum Anstecken. Das Besondere, in Estland gibt es dafür einen riesigen Markt. In Estland ist es Pflicht, einen Reflektor zu tragen, weil es nachts sehr dunkel wird und man als Fußgänger kaum gesehen wird. Und damit sind wir auch bei unserem dritten skurrilen Ding. Die Reflektorenpflicht.
Tatsächlich sind in den Wintermonaten die Tage in Estland extrem kurz. Im Dezember und Januar dauert die Nacht knapp 18 Stunden. Zur Sicherheit müssen die Esten in der Nacht Reflektoren tragen, um sich im Straßenverkehr nicht zu gefährden. Für Joanna die perfekte Geschäftsidee. Für mich als Designer wollte ich etwas schaffen, das ästhetischer und ansprechender ist als die Standardreflektoren, die man tragen muss. 2012 wurde das Gesetz von der Regierung beschlossen. Der Reflektor soll gut sichtbar am Körper getragen werden. Empfohlen wird eine Tragehöhe von 50 bis 80 cm, also auf Autoscheinwerferhöhe. Die Dame hat einen auf ihrer Tasche, an der Seite. Dieser Herr hat einen am Bein. Seht ihr? Und dieser Herr hat einen an seiner Tasche. Seht ihr das Gelbe? Wer bei Dämmerung keinen Reflektor bei sich trägt und erwischt wird, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 40 € rechnen. Unser nächstes skurriles Ding hat mit einer langen Tradition zu tun. Welche genau, das zeigt uns die 58-jährige Eda. Sie leitet zusammen mit ihrem Mann einen Saunahof. Anders als bei uns wird die estnische Sauna mit Holz und nicht mit Kohle beheizt. Raucht ganz schön, und das soll so sein, denn die Esten gehen gern in die Rauchsauna. Davon hat Eda 3 auf ihrem Hof. Jetzt zeige ich euch eine weitere interessante Sache über Rauchsaunen. Wir folgen Eda über den Hof und treffen auf Ehemann Urmas. Er bringt den neuen Saunagast vorbei. Und zwar in diesem Edelstahlcontainer. Das ist rohes Fleisch. Wir haben große, große Stücke. 3 Kilo, 4 Kilo. Das liegt seit einer Woche in Salzwasser. Jetzt hängen wir diese Stücke in der Rauchsauna auf, um es zu räuchern. Haben wir richtig gehört? Fleisch in der Sauna? Ja, tatsächlich. Und das ist unser viertes skurriles Ding. Die traditionelle Fleischsauna aus dem südlichen Estland. Vor 300 Jahren haben wir angefangen, Fleisch in der Rauchsauna zu räuchern. Im Sommer gab es nur die Möglichkeit, das Fleisch zu kühlen. Oft wurde es dann schlecht. Also begannen wir, das Fleisch zu räuchern. Früher saunierten Fleisch und Mensch noch in derselben Sauna. Allerdings nicht zeitgleich, da das Fleisch bei rund 60 Grad schwitzt und die Menschen es mit 95 Grad etwas heißer wollen. Mittlerweile schwitzen Fleisch und Mensch aber in separaten Saunen. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch einen Happen vom selbstgeräucherten Saunafleisch. Perfekt. Von der Tradition in die Moderne. Beim Thema Digitalisierung ist Estland uns um einiges voraus. So kennen wir das aus Deutschland. Plastikkarten für jeden Zweck. Egal ob Führerschein, Personalausweis oder Kundenkarten. Genau das führt uns zu unserem letzten skurrilen Ding. Warum der Geldbeutel der Esten um einiges schlanker ist, das sehen Sie gleich bei Galileo. Beim Thema Digitalisierung ist Estland uns um einiges voraus. Wir treffen die Studenten Joanna und Markus. In der Bibliothek Bücher mit der Karte auszuleihen ist für sie Alltag. Soweit nichts Besonderes, oder? Nun, es ist mein Personalausweis. Eine der vielen Sachen, die ich damit machen kann, ist, diese Bücher auszuleihen. Ich kann ihn auch als Führerschein nutzen, damit Medikamente aus der Apotheke holen, Dokumente unterschreiben und viele andere Dinge machen. Ohne den universalen Personalausweis geht in Estland gar nichts. Unser skurriles Ding Nummer 5, die digitalisierte ID-Card. Die gibt es so nur in Estland. Sie ersetzt die bekannten Kunden- und Payback-Karten.
Die Esten nutzen die ID-Card selbst für öffentliche Dienste. Man kann seine Steuern damit machen. Man kann sich für das E-Voting registrieren bzw. damit online wählen. Eine Karte, 1000 Funktionen. Sogar rezeptpflichtige Medikamente bekommt man mit dem Scan der ID-Card. Beim Thema Digitalisierung sind die Esten eben Spitzenreiter. 99% der Behördengänge werden mit ein paar Klicks von zu Hause aus erledigt. Einzig bei Heirat, Scheidung oder dem Kauf einer Immobilie müssen die Esten persönlich antreten. Und bald sollen nicht mal mehr die Eltern bei einer Geburt zum Amt. Das Krankenhaus meldet Neugeborene der Versicherung und stellt einen Antrag für Kindergeld. Die Eltern erhalten alle Anträge bequem per E-Mail und müssen diese nur noch bestätigen. Wer hätte gedacht, dass das kleine Land so viele Überraschungen parat hat? Vom Traditionssport Extremschaukeln über die Reflektorpflicht bis hin zur längsten Eisstraße der Welt.